Die Gleickstraße in Herzogenrath ist die Haupteinkaufsstraße, die für den Radverkehr einige Hindernisse bereithält, die wir uns in diesem Video genauer anschauen werden. Wir starten den ersten Versuch, in die Gleickstraße zu fahren, kommen von der Gallenkirchener Straße. Im fließenden Verkehr müssen Radfahrende fast bis zum Stillstand abbremsen, eine 180-Grad-Kehre fahren, um dann zu hoffen, dass kein Fußverkehr entgegenkommt. Versuchen wir es über die Alsdorfer Straße. Hier ist die Zufahrt überhaupt nicht möglich, weil der letzte Abschnitt als Einbahnstraße ausgeschildert ist. Hier müssen Radfahrende also absteigen und zu Fuß bis zur Ampel. Nach einer üblicherweise sehr langen Wartezeit kann man zu Fuß über die Kreuzung. An der Treppe gibt es eine Rampe, die aber auch mit dem Rad in der Hand zu steil ist für die meisten Radfahrenden. Nehmen wir an, wir hätten die Zufahrt geschafft. Die Gleickstraße ist für den Radverkehr gegen die Einbahnstraße freigegeben. Markierungen dazu sind aber kaum sichtbar. Andere Verkehrsteilnehmer erwarten hier keine Radfahrenden in Gegenrichtung. Ausparkende Pkw-Fahrende hier rechts können den entgegenkommenden Radverkehr nicht sehr gut sehen. Dementsprechend gefährlich ist es hier. Detail am Rande: In diese Fahrtrichtung ist keine Geschwindigkeitsbeschränkung von 10 km/h ausgeschildert, wie in die andere Richtung. Radfahrende dürfen hier also beliebig schnell fahren, solange dabei keiner gefährdet wird. Jetzt fahren wir die Gleickstraße in die andere Richtung. Es gibt in Herzogenrath einige Fahrradrouten. Hier rechts stehen dazu Schilder. Eine Beschilderung an der nächsten Kreuzung fehlt aber, wodurch die weiteren Schilder vor dem Bahnhof nicht gefunden werden. Die Routen sind aber ein Thema für ein weiteres Video. Ohne Routenbeschilderung landen Radfahrende unweigerlich am Ende der Gleickstraße und haben drei Möglichkeiten. Option 1. Wir fahren nach rechts, machen eine 180-Grad-Kehre, landen auf dem Bürgersteig, um dann an der Fußgängerampel die Gallenkirchener Straße zu überqueren. Keine optimale Lösung. Option 1 gilt auch, wenn man auf die Dammstraße fahren möchte. Hier kann man sehen, dass das im fließenden Verkehr nicht ganz ohne ist. Option 2. Wir fahren nach links, auf die Rampe. Sieht gut aus. Allerdings landen wir auch hier auf dem Bürgersteig, um dann 25 Meter weiter irgendwie auf die Fahrbahn zu wechseln. Ab hier kann man nach links auf die Gallenkirchener Straße fahren. Eine Einfahrt in die Alsdorfer Straße ist nicht möglich. Option 3. Wir folgen der Straße und können mit einem großen Umweg auch auf die Gallenkirchener Straße kommen. Jetzt fahren wir zwar nicht auf dem Bürgersteig, aber optimal ist dieser Weg auch nicht. Egal welche Option man wählt, die Weiterfahrt Richtung Merkstein führt über die Gallenkirchener Straße. Wie man hier sehen kann, ist die Fahrt für den Radverkehr sehr gefährlich. Der Autoverkehr überholt hier häufig mit viel zu geringem Abstand. Auch Drängeln und Hupen kommen hier regelmäßig vor. Eine Lösung der Kreuzungssituation Gleickstraße-Gallenkirchener Straße sollte also auch die Weiterfahrt bergauf einschließen, zum Beispiel Radfahrstreifen mit baulicher Trennung, mindestens in den Kurven. Bergab ist die Busspur für den Radverkehr freigegeben. Diese endet aber plötzlich. Radverkehr für geradeaus muss auf die linke Spur wechseln und Kreuz-PKWs, die auf die Rechtsabbiegerspur wechseln. Stattdessen sollte es hier eine breite, abgetrennte Spur für den Radverkehr geben, sowie eine klar erkennbare Kreuzung für die Rechtsabbieger. Unter diesem Video haben wir einen Bericht verlinkt, der die Problemstellen sowie Lösungsvorschläge aufzeigt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal und empfehlt uns weiter.